Ich versuche nichts zu fühlen, denn sonst drehe ich durch. Wenn von einem Augenblick auf den anderen nichts mehr so ist wie zuvor. Unser Leben teilte sich ja auch in vor und danach. Ja, das ist einfach so schwer, in der Vergangenheit darüber zu reden. Ja, weil du willst es einfach nicht glauben, dass es die Vergangenheit ist. Die Gegenwart, Angst, Trauer und Wut im ständigen Wechsel. Doch aufgeben, keine Option. Russland wird uns nie besiegen können, solange Ukrainerinnen und Ukrainer überall auf der Welt singen. Sie mussten Zuflucht in Deutschland suchen. Aber Glück bedeutet, mit der Familie zusammen zu sein, mit meinem Mann in unserem Zuhause, in Frieden und Ruhe. Die Gedanken stets in der bedrohten Heimat. Vier Frauen und ihre Geschichte. Diana Berg will auf das Schicksal ihrer Heimatstadt hinweisen. Ich muss etwas tun. Ich muss auf die Lage in Mariupol aufmerksam machen. Mariupol war eine wunderschöne Stadt. Sie sollte nicht nur für Massengräber und Ruinen stehen. Mir ist wichtig zu zeigen, wie die Stadt einst war und warum wir sie so geliebt haben. Ich bin Diana Berg. Ich bin eigentlich aus Donetsk, doch ich wurde von dort vertrieben und habe in Mariupol ein neues Leben angefangen. Ich bin die Gründerin der Kunstplattform CHU. Das ist der einzige unabhängige Kunstraum im Osten der Ukraine. Als ich früher in Mariupol aufwachte, sah ich das wunderschöne Theater im Sonnenaufgang. Ich fühlte mich wirklich zu Hause. Ich versuche nichts zu fühlen, denn sonst drehe ich durch. Die Stadt ist komplett zerstört. Dein Leben ist zerstört. Dein Zuhause. Alles ist zerstört. Ich habe es noch nicht verarbeitet. Trotzdem kämpft sie weiter. Ich versuche, Menschen zu mobilisieren. Ich versuche, zu funktionieren und effektiv zu sein. Ich darf mich nicht gehen lassen. In den vergangenen zwei Monaten hat Diana mit der Künstlergruppe CHU Spenden gesammelt. Sie konnten bereits $32.000 an Überlebende aus Mariupol verteilen. Meine wichtigste Rolle und meine wichtigste Aufgabe war, mein Kind zu retten. Ich hatte sehr viel Angst, dass mein Sohn in den Krieg muss. Ludmilas Kirilenkos Sohn ist 18 Jahre alt, Autist und Epileptiker. Zusammen fliehen sie in den ersten Kriegstagen nach Deutschland. Und trotzdem. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt so eine absolute Sicherheit empfinde. Ich heiße Ludmila, ich bin 40 und ich komme aus Kiew. Ich dachte, das wäre so Donner oder irgend sowas. Es grollte und grollte die ganze Zeit. So 5:30 oder 6 wurde es schon klar, dass es die Raketen sind. Wir fuhren diese Autostraße von Kiew Richtung Zhytomyr und da waren Panzer eingebuddelt. Die Laufmündungen waren alle auf die Autostraße, auf die Zivilisten gerichtet. Und da gab es 2 Einschläge und wir hatten eine Druckwelle erlitten. Wir alle bekamen diese Atmungsstörungen und Sehvermögen ließ nach. Und Hörvermögen, vor allem Hören, weil wir
das war alles so wie verschwommen. Ja, wir hörten zwar so Rede, aber das war alles so wie ein Echo. Auf der Flucht hatte mein Sohn jeden Tag mindestens 2 Epilepsieanfälle, mindestens. Wir mussten immer anhalten, aber ohne Medikamente geht es schlecht. In Deutschland bekommt Wladislav wieder medizinische Behandlung. Mittlerweile geht es ihm besser. Er lernt Deutsch, um das Abitur nachzuholen. Sein Traum? Ein Informatikstudium. Ihnen ist es nicht leicht gefallen, die Heimat zu verlassen. Also unser Glück war so zerstört. Von außen. Ja, so unser Leben teilte sich ja auch in vor und danach. Ja, das ist einfach so schwer, in der Vergangenheit darüber zu reden. Ja, weil du wirst es einfach nicht glauben, dass es die Vergangenheit ist. Rückkehr mit dem 18-jährigen Sohn in die Ukraine, zurzeit für sie undenkbar. Wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel in die Ukraine gehen würde, ich würde meinen Sohn verlieren. Er würde dann sofort zur Armee. Ich habe ja so viel gemacht, um ihn vom Krieg zu retten. Und jetzt, wie? Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr neues Leben. Bei der Initiative Jugendarbeit Neuruppin kümmert sich Ludmila Kirilenko um ukrainische Kinder und deren Mütter. Ich helfe meinen Mitbürgerinnen, die hier sind, die wissen gar nicht, womit sie überhaupt mehr anfangen sollen, bei der Ausländerbehörde und Krankenversicherung. Und auch ich begleite auch ab und zu Frauen bei den Gynäkologen oder in den Krankenhäusern. Ich bin keine Erzieherin, ich bin Kumpel. Ich bin ein Kumpel für die Kinder. Ich spiele mit den Kindern und ich spreche nur Ukrainisch. Und die freuen sich so sehr, so die Mütter und die Kinder. Oh, klar. Ja, wenn die Sprache stirbt, dann stirbt ja auch das Land und die ganze Kultur. Ich empfinde das auch als meine Pflicht und also nicht Pflicht, aber als meine Berufung, weiter in die Massen zu bringen. Я відчуваю в собі таку силу. В мене є таке знання. Ich spüre meine innere Kraft, während ich singe. Wenn ich singe, helfe ich unseren Soldaten. Russland wird uns nie besiegen können, solange Ukrainerinnen und Ukrainer überall auf der Welt singen. Ich bin Irina Laser von der Band Mavka. Ich bin Sängerin und Schauspielerin. Ich komme aus der Ukraine, aus Hostomel. Ihre Band ist nach einem Fabelwesen benannt, der Mavka. In der ukrainischen Mythologie ist die Mavka eine Frau, die im Wald wohnt. Das Besondere ist, dass man ihre Organe sehen kann. Wir sehen die Rippen, alle Knochen. Sie ist durchschaubar. Jetzt fühle ich mich mehr denn je wie eine Mavka. Meine Musik war schon immer stark verbunden mit den Wurzeln und Traditionen der Ukraine. Wir sind eine sehr kreative Familie. Mein Mann ist Filmautor und Musiker. Unsere Tochter Hanusia ist 4 Jahre alt und ein wunderbares Kind und schon Musikerin. Музикант.
Насправді усі ми думали, що Гостомель, як і інші. Wir haben in der Tat gedacht, Hostomel sowie andere kleinere Städte in der Umgebung von Kiew sind einigermaßen sicher. Aber die Russen waren schon am 24. Februar am Haus, in dem ich wohne. Hostomel ist eine kleine Stadt. Wir kennen uns fast alle und feiern gemeinsam Kinderfeste. Es ist sehr schwierig, alleine mit dem kleinen Kind ohne meinen Mann hier zu sein. Hanusja hört alle meine Gespräche. Sie erfährt Einzelheiten darüber, was bei uns zu Hause in der Ukraine passiert. Sie erscheint mir viel älter, als sie mit 4 Jahren sein sollte. Ich kann sie davor nicht schützen. Wir müssen da gemeinsam durch. Es geht nicht anders. Weil wir jetzt auch kämpfen. Das ist unsere Pflicht als Ukrainerin, egal wie alt wir sind, ob Frauen oder Kinder. Auch Alona Nadochi ist aus ihrer Heimatstadt Jagutin nach Deutschland geflohen, gemeinsam mit ihrer Tochter. Ich versuche, meine Tochter vom Thema Krieg in der Ukraine abzulenken. Wir hatten einen sehr schweren Weg hierher nach Deutschland. Wir hatten viel Angst. Das Wichtigste ist, Lisa meine Liebe zu zeigen, sich um sie zu kümmern, ihr zu helfen, sich weiterzuentwickeln, die Welt zu entdecken. Sie soll viel Neues lernen und sich an das neue Land gewöhnen. Sie ist voller Energie. Sie geht jetzt zum Turnen in Bad Düben. Sie liebt es. Und natürlich haben wir Heimweh. Wir denken an zu Hause, an die Verwandten. Jeden Tag rufen sie Vater und Ehemann Dimitro an. Er verteidigt seine Heimat in der Territorialarmee südlich von Kiew. Die ukrainische Nation ist sehr stark. Die Männer verlassen unser Land nicht. Sie melden sich bei der territorialen Verteidigung an. Sie gehen als Freiwillige das Land verteidigen. Sie sind bereit, nachts auf der Wache zu sein, zu kämpfen, damit unser Land unversehrt und geschützt bleibt. Sie kämpfen, damit unsere Menschen nicht leiden. Auch wenn sie hier in Deutschland nicht alleine ist, sie möchte so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren. Ihr größter Wunsch? Dass der Krieg bald endet. Denn Glück bedeutet, mit der Familie zusammen zu sein, mit meinem Mann in unserem Zuhause, in Frieden und Ruhe. Die Hoffnung auf das Wiedersehen gibt Alona Kraft. Irina arbeitet jetzt als Sängerin für das Dokumentartheater Berlin. Sie organisieren Wohltätigkeitsprojekte für die Ukraine. Wenn ich auf der Bühne stehe, singe ich nicht einfach nur ukrainisch. Die Sprache ist jetzt meine Front. Meine Stimme ist meine Waffe. Das Kulturerbe von ukrainischen Volksliedern ist eines der größten in der Welt. Es ist unmöglich, das auszurotten oder zu vernichten. Für Diana steht fest, wir sind jetzt überall verstreut. Aber die Welt wird Mariupol nicht vergessen, wenn wir daran erinnern und es lieben. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, ich werde laut bleiben. Kämpfen, sich nicht unterkriegen lassen.
auch wenn der Blick in die Zukunft oft schwer fällt. Es wird einfach nicht alles gut. Es sind so viele ukrainische Menschen ums Leben gekommen und getötet und gequält. Man kann ja das alles nicht vergessen. Das ukrainische Volk ist ein freies Volk. Die Ukrainer, die werden nicht schweigen. Man kann das ukrainische Volk nicht erobern. Wie gehst du mit Schicksalsschlägen oder Niederlagen um? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Für einen Faktencheck zu Kriegsverbrechen in der Ukraine, klick links.